Hello people, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Ocean. Wir machen jetzt die unbekannte Insel. Die unbekannte Schneeinsel. Die aber nicht rutschig zu sein scheint. Ne, hier ist es nicht rutschig. Okay, wenn hier schon Eis ist, dann hätte ich irgendwas Rutschiges erwartet. Naja. Okay, aber diese Büsche, die sehen schon interessant aus. Hier hat der Hackersteller da irgendwie lustig gemacht. Okay, ja, und das habe ich mir schon gedacht. Ach nö, jetzt kommt das Brückenbauen. Oh, nee, ich dachte jetzt, ich muss da bis ganz an den Anfang eine Brücke bauen. Aber dem war Gott sei Dank nicht so, du dämlicher Fisch. Ich hasse dich, du dämlicher Fisch. Okay, jetzt kommt wieder ein Wasserabschnitt. Okay. Okay, diesmal mit Geisterhaus-Grafiken. Sowas habe ich auch nicht so oft gesehen. Das ist auf jeden Fall wieder recht interessant gemacht, wobei... Vielleicht das Design in diesem Abschnitt ein bisschen leer ist und ein bisschen langweilig. Könnte man vielleicht kritisieren. Naja. Es ist trotzdem noch durchaus spielbar. So. Okay. Ah, hier ist eine Yoshi-Coin. Okay, und hier ist keine versteckte Röhre anscheinend, wo man irgendwie hoch könnte. Also, deswegen war ich da irgendwie weiter oben. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Oh Gott. Oh Gott. Nein. So, geschafft. Hä? Okay. Jetzt sind wir hier. Okay, das hat uns also in so eine Sackgasse geführt. Okay, und ich war eben mal wieder still, weil ich da irgendwie wieder in Gedanken abgedriftet bin. Tut mir leid, Leute. Das passiert nun mal recht häufig, okay? Jetzt kommt der große Eisberg. So. Soll das ein Puzzle sein oder sowas? Sieht auf den ersten Blick tatsächlich nach einem Puzzle aus. Oh, nö, ich hasse Puzzles. Nicht, weil ich sie nicht schaffen würde, sondern weil ich einfach zu faul zum Denken bin. Deswegen kann ich Puzzles nicht leiden. Okay, gehen wir einfach mal so in diese Tür rein. Und dann kommt man hier raus. Das bringt uns. Also nix. Warum muss das ein Puzzle-Level sein? Ich hasse Puzzle-Levels. Also, hier braucht man sowohl... Hier braucht man irgendwie beide P-Switches. Ja, so ist das eben. So. Was bringt einem das jetzt hier hochzugehen? Überhaupt nichts, weil man kommt überhaupt nicht in diese komische Röhre rein. Ja, und wie kommt man jetzt an diese P-Switches? Das ist jetzt so das nächste Rätsel, was wir irgendwie zu lösen gedenken. Also zunächst brauchen wir irgendwo einen blauen P-Switch, um die anderen P-Switches überhaupt erst befreien zu können. Und ein mies gesetzter Thwomp, der irgendwie die Tür bewachen soll. Okay, hier sind wir in einem neuen Raum. Ich glaube, hier könnten wir richtig sein. So, wir müssen nur irgendwo einen blauen P-Switch finden. Und dann können wir die anderen beiden P-Switches irgendwie befreien. Und ja, das war's. Okay, und hier müsste ich irgendwo rauskommen. Irgendwie mal, irgendwann. Ach, keine Ahnung. Aber was passiert eigentlich, wenn ich hierhin zurückgehe? Okay, dann komme ich wieder da raus. Hätte ja sein können, dass das Rätselslösung irgendwie ist. Ach, Mann. Thwomp, du nervst. Habe ich dir das schon mal gesagt? Okay, ich werde jetzt einfach mal das Experiment wagen und hier hinten reingehen. Und gucken, was sich dann da so rumeiert. Aha, hier ist der P-Switch. Das heißt, schnell zurück. Mein Gott, hör auf zu nerven, du Koopa-Viech.
So, ich müsste mit dem Teil jetzt irgendwie durch eine Röhre, dann würde sich das in einen blauen P-Switch verwandeln. Und wenn das hier irgendwie ein blauer P-Switch ist, dann... Ja. Nur das Problem ist... Okay, fragt sich jetzt, was ich hier machen soll. Aber ich muss irgendwie hinkriegen, dass sich einer dieser P-Switches da in den blauen verwandelt. Aber ich wüsste, mir fällt jetzt keine Röhre ein, wo ich das tätigen könnte. Ja, Rätsel sind scheiße. Denn allein mit einem Silber-P-Switch kann ich nichts ausrechnen. Ich hatte ja irgendwie im Kopf, dass da irgendwie... Also hier kann ich auch rein. Okay, und kann ich das Level jetzt eigentlich verlassen? Nö, kann ich nicht. Aber was hat mir diese Aktion jetzt eigentlich gebracht? Okay, es ist immer noch der gleiche Raum. Hätte ja sein können, dass es irgendwie anders ist. Okay, ich glaube, hier sollte man definitiv sich irgendwie Federn zurechtlegen. Mir fällt jetzt nur kein Level, nahegelegenes Level ein, wo ich mir instant Federn holen könnte. Ich suche mal nach einem. Vielleicht hier, vielleicht klappt das ja hier. Vielleicht. Zack. Und noch ein zweites Mal. Zack. Wir holen uns jetzt noch die zweite Feder, juhu. Gut, dann hätten wir so ein Level gefunden. Okay, hier oben könnte auch irgendwas sein, theoretisch. Aber ich finde hier nirgendwo genug Anlauf, um irgendwie zu fliegen. Ach. Ach, Leute. Nein, ich will nicht sterben, mein Gott. Und dann verliert er noch seine Feder. Mario, du bist so dumm. Mich überrascht das immer wieder, wie dumm du bist, Mario. Ah, in dieses verpisste kleine Loch reinfallen. Och, nö. Und genau deshalb habe ich keine Lust auf Puzzles eigentlich. Weil ich da viel zu lange dran sitze und viel zu viel Partzeit verschwende. Ich will möglichst schnell immer durch einen Heck durch. Und das erschwert einen Puzzle natürlich recht stark. Na gut. Wenn ich überhaupt keine Ahnung haben sollte, dann werde ich gegen Ende des Partes einfach nachgucken. Weil ich dieses Level auf jeden Fall in diesem Part noch irgendwie erledigt haben will. Okay, es scheint tatsächlich noch hier der gleiche Raum zu sein, weil... Wobei, sicherheitshalber kann ich ja nochmal rausgehen. Aber vielleicht unterscheidet sich dann tatsächlich. Das Ende des Raumes, das könnte sich auch unterscheiden, theoretisch. Ich werde einfach mal fliegen, um zu gucken, ob an dieser These irgendwas dran sein könnte. Nö. Auch das Ende des Raumes ist immer noch das gleiche. Warte, 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 warte. Oder nee, 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 nee. Das ist ja nur so eine Tür, die wieder zurückführt. Ich dachte vielleicht, man könnte da irgendwie mit P-Switches eine Brücke bauen oder irgendwie sowas. Aber von dem Gedanken sollten wir uns wohl gleich wieder verabschieden. Aha! Ich habe dich entlarvt, du dämliche Tür. Ich vermute mal, das ist des Rätsels Lösung. Nein, oh fuck. Mario, du bist so ein lahmer Sack. Schäm dich, Mario. Mann.
Da schafft er es noch nicht mal in der letzten Sekunde da irgendwie durch die Tür zu wuseln. Mann. Zack. Hahaha. Uhahaha. Wobei. Ich komme ja jetzt nicht mehr raus, Leute, oder? Wenn ich dieses komische Ding jetzt drücke. Aha, dann erscheint hier so eine Brücke. Okay. Na lustig, Leute, na lustig. Ach man, musst du ausgerechnet in diese dämliche Schlucht fallen. Also, mein Gedanke war, der sich da so gerade ergeben hatte. Man könnte ja mithilfe dieses einen P-Switches versuchen, an diesen zweiten P-Switch da zu kommen. Aua. Das war jetzt so mein Gedanke. Wisst ihr? Und diesen Gedanken gedenke ich jetzt umzusetzen. Mann. Oh. Mario, musst du denn ständig solche dummen Fehler machen? Du verschwendest meine Zeit. Mario ist tatsächlich offenbar so ein schulabbrechender, nudelfressender Klempner gewesen. Denn sonst würde er solche dämlichen Fehler nicht machen. Tja. Okay, das mache ich jetzt sicherheitshalber nochmal in diesem komischen Quatsch, um sicher zu gehen, dass ich mir durch was anderes nichts verbaut habe oder sowas. Zack, zack. Nein, du sollst hier reingehen. Oder wir machen das so. Ich glaube, ja, das ist tatsächlich einfacher. Okay, jetzt müssen wir da irgendwie schnell hoch. Ich glaube, da müssen wir irgendwie schneller sein. Mann, du dämliches Viech. Dieses dämliche Viech nervt. So. Langsam nervt das immer, irgendwie diesen gleichen Weg nochmal durcheiern zu müssen. Das Problem ist ja, ich muss diesen verdammten P-Switch hier hinten irgendwie drücken. Einfach um diese dämlichen Blöcke wegzuhaben. Okay, und jetzt habe ich es mir sowieso schon versaut. Ich sehe es ja. Mein Gott. Mein Gott, dieses Level nervt. Ich muss da irgendwie schnell sein. Von mir wird irgendwelcher großer Skill verlangt, da irgendwie um an den anderen P-Switch rechtzeitig noch zu kommen, oder?
Ich hoffe, ich bin jetzt nicht total auf dem Holzweg und es gibt einen viel einfacheren Weg, den irgendwie zu holen. So. Oh, wo ist denn hier überhaupt eine Möglichkeit zum Fliegen? Hier. Also ich analysiere jetzt irgendwelche Fliegmöglichkeiten, um da irgendwie schnell nach oben kommen zu können. Nach oben zu dieser einen Stelle da. Zack. Nochmal dieser ganze Blödsinn, nochmal schon wieder und bla. Nein, oh fuck, das war ein paar Millisekunden, ein paar Millisekunden. Wobei aber diese paar Gumba-Viecher, die da sind, die nerven auch. Die stören die Operation nochmal zusätzlich, diese Gumba-Viecher. Also hier muss man extrem schnell sein, wenn man auf die Weise, auf der ich das versuche, irgendwie erfolgreich sein will. Das war jetzt wieder die doofe Taktik, naja. Weil die hier dauert hier eindeutig länger, wie man da sieht. So, ich glaube, viel schneller konnte man da jetzt gar nicht hoch. Mann, aber doch nicht in diese verdammte Schlucht schon wieder. Oh Gott, Mario. Manchmal könnte ich dich echt erhängen, wenn du so einen Mist machst. Okay, Leute, ich glaube, das macht keinen Sinn, euch weiter damit zu quälen, wie ich weiterhin versuche, diesen dämlichen Blödsinn zu schaffen. Ich werde jetzt einfach wieder mich einhaken, gleich wieder, wenn ich das geschafft habe. Ich mache das jetzt offscreen. Ich glaube, das ist mir jetzt zu blöd und das ist euch auch zu blöd, euch das die ganze Zeit zu zeigen. Aber ich habe es fast schon mal geschafft. Um ein paar Millisekunden Unterschied. Und ich bin mir sicher, das klappt. Das ist möglich. So, Leute, bis gleich. Tschüss. Puh, mein Gott. Nach relativ langem Rumprobieren habe ich es jetzt endlich geschafft. So, gib mir den silbernen Peace-Switch und lass mich in Ruhe, du Level. Manometer. Das war vielleicht doof. Das sage ich euch. So, jetzt drücken wir die Dinger und fertig mit dem Blödsinn. So. Puh. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Okay, nochmal Il en Connu. Das machen wir an einem nächsten Part, würde ich vorschlagen. Bis dann. Tschüssikowski.